Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt's live aus dem Stream ein kleines erstes Review und meinen Kopfbau zum Hukain Litlib. Sehr viele Fragen danach. Wir drehen heute einen kleinen Clip dazu. Wir gucken uns das Köpfchen mal an und schauen, wie der so ist. So, und dann kommen wir auch als erstes mal zum Kopfbau vom guten Hukain Litlib. So sieht das Köpfchen aus. Relativ simpel eigentlich. Form erinnert schon so ein bisschen an den Oblako. Also so vom groben Aufbau hier relativ gerade. Unten so ein Standfuß. Oben etwas runder. Aber wenn wir oben reingucken, sehen wir, dass das Depot doch ein bisschen kleiner ist als der Oblako M. Und das Funnelloch dennoch etwas größer ist. Ja, wir sehen auch hier dieser unglasierte Rand. Sehr nice, um eine Smokebox draufzulegen. Da können wir auch noch mal kurz was gucken. Hier haben wir den Lotus 1 Plus. Passt sehr nice drauf. Ja. Also sitzt komplett drinne, so wie das sein soll. So wie es im Optimalfall ist. Und der Colorway von diesem hier heißt Cosmic Wave. Das war der erste. Mittlerweile gibt es da aber deutlich mehr. So, also Smokebox passt perfekt drauf. Wir haben hier diesen Rand, ja, diesen angerauten, nicht glasierten Rand. Da sitzt das erstmal sehr, sehr gut mit der Smokebox. So, wir bauen das Ganze. Rein müssen in den Litlib je nach Bauweise zwischen 15 und 20 Gramm, würde ich sagen. Wir rauchen heute eine Mischung aus Traube, Minze und dem Heidelbeere von Tabu. Eine sehr, sehr geile Mischung. Aber für Mischung, ne, am besten das Top 10 Video gucken, würde ich sagen. So, der Tabak ist hier schon relativ feucht. Sogar fast ein bisschen zu feucht ganz unten am Dosenboden. Wir schnappen uns unsere Dose, holen da immer so ein bisschen Tabak raus und ich mache das dann so. Ich lege hier den Daumen drauf, damit das abgedeckt ist und streiche dann einfach mit der Gabel hier den Tabak rein. Und das machen wir dann einfach rundrund einmal. Wir sehen auch schon, dass das Depot ein bisschen schmaler ist als beim Oblako. Und dadurch der Kopf halt natürlich ein bisschen Tabak sparen. Ich würde sagen, Tabakverbrauch ist etwas niedriger als beim M, aber höher als beim S. Aber den S mag ich persönlich ja jetzt eh nicht so gerne. Bei der Mischung benutze ich ungefähr so 60-70% Traube. Manchmal sogar 80. Ja, also man braucht echt nicht viel von dem Heidelbeere. Und erstmal lege ich mir da nur so rundherum den Tabak hin. Obwohl, das reicht jetzt an Traube. Dann können wir den beiseite packen und holen uns noch ein bisschen von dem Blue Bay dazu. Wie immer, erstmal Tabak umrühren, damit sich die Molasse nochmal schön verteilen kann. Und dann nehmen wir auch hier immer so ein bisschen Tabak vorne auf die Gabelspitze. Da könnte jetzt sogar fast eine Gabel reichen. Na, ein kleines bisschen brauchen wir noch, aber nicht mehr viel. Ja, perfekt, alles daneben geworfen, so soll es sein. So, und so können wir jetzt den Tabak schon verteilen. Das sollte von der Menge her passen für das Köpfchen. Sieht natürlich erstmal noch sehr, sehr wild aus, aber das kommt gleich noch. So, ich werde ihn jetzt auf Noppenkontakt bauen. Man kann ihn natürlich auch auf Vollkontakt rauchen. Und durch den nicht allzu hohen Verbrauch ist das auch sehr, sehr angenehm, mit diesem Kopf hier Vollkontakt zu rauchen. Noppenkontakt ist tatsächlich relativ sparsam. Ich würde sagen, mit dieser Tabakmenge wird man ungefähr 60 bis 80 Minuten rauchen können, also gut rauchen können. Danach würde ich mir wahrscheinlich lieber einen neuen Kopf anmachen. So, was beachten wir jetzt, wenn wir hier den Tabak hin und her schieben? Ist relativ easy. Wir wollen alles verteilen und gucken, dass nichts absteht. Wir wollen ganz knapp unterm Rand sein. Es darf kein Tabak mehr auf dem Rand liegen, so wie hier. Das heißt, wir holen das ein bisschen in den Kopf und verteilen das dann im Kopf. Wir gucken auch, dass nichts zu krass in der Mitte liegt an dem Funnelloch. So, und hier hängt auch noch was außen. Das holen wir auch noch mit in den Kopf. Und so arbeiten wir uns dann einfach rundherum. Hier haben wir tatsächlich ein etwas größeres Tabakblättchen. Ja, und das war's eigentlich auch. Also große Geheimtipps habe ich da jetzt eigentlich nicht bei dem Kopf. Relativ simpel. Innen ein bisschen freimachen, außen ein bisschen freimachen, gucken, dass nichts auf dem Rand liegt. Dann kann man nochmal hier so am Rand entlang gehen, dass da auch wirklich nichts zu weit oben hängt. Die Noppen sollten ungefähr auf dieser Höhe hier liegen. Das passt auch sehr gut. Und so würde ich das Köpfchen schon lassen, ja. Also man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen rumdoktoren und das noch ein bisschen schöner machen, aber da ist ja gleich eh der Kalaut drauf und dann passt das. Also so sieht das gebaute Köpfchen jetzt aus. Ja, wir sehen, ungefähr randhoch jetzt gebaut, aber ein kleines bisschen hier von dem
Rand weggemacht und auch innen auf dem Loch sollte nichts liegen. Und so können wir jetzt den Kalaut draufsetzen. Dann merkt man auch direkt, ja, der hat gut Kontakt. Der hat sogar sehr gut Kontakt. Hinten ist sogar fast eine ganz kleine Gap. Also das war schon sehr, sehr gutes Noppenkontakt. Vielleicht sogar so ansatzweise Vollkontakt. Aber nicht so viel. Und so kann man das Köpfchen jetzt auf jeden Fall lassen. Also nochmal zur Erinnerung, so sieht das ganz aus. Ihr seht sogar jetzt teilweise, wo die Noppen sitzen. Die sitzen schon doch relativ weit innen. Und ein Tabakblatt ist hier reingerutscht. Das wollen wir nicht. Ja, aber so kommt da jetzt die Smokebox drauf. Und dann holen wir mal schnell Kohle, würde ich sagen. Zum Anrauchen packen wir jetzt 2 Kohlen rein und eine oben auf Kipp. So, und wenn das Köpfchen dann warm ist, dann können wir die eine Kohle wieder mit runterholen. Erster Gedanke bei der lila Dose Milka-Tabak. Leider nein, Rolf. Leider nein. Leider gar nicht. Der Blue Bay ist ein Heidelbeer-Tabak. Na, also, der Blue Bay ist ein Heidelbeer-Tabak, ist von Tabu. Da seht ihr es nochmal. Ist sehr nicer Tabak tatsächlich. Also der Heidelbeere hier, gerade der Blueberry, hat es mir extrem angetan. Da, der ist auch schon leer. Aber Tabakqualität geht echt mega klar. Ich habe es ein bisschen nachgeschnitten. Der war mir ein bisschen zu grob, aber zu grob ist nie ein Problem. Ja, zu grob ist nie ein Problem. Da geht man kurz mit der Schere ran und dann hat sich das Ganze. Okay, 2 Minuten, 3 Minuten. Wie lange die Kohle drauf? Ich würde sagen so 2-3 Minuten. Wir nehmen mal den ersten Zug und gucken mal, wie weit er schon ist. Kann sein, dass er noch ein bisschen braucht, aber wir schauen einfach mal. Ja, was für noch braucht, ne? Und was ich dann gerne mache, wenn ich mit Kontakt baue, nehme ich mir gerne hier so eine Zange, gehe dann hier unten in den Schlitz von der Smokebox rein und dreh die einmal so ein bisschen kurz. Ja, dann zieht ihr die Noppen durch den Tabak und dadurch verteilt ihr das so ein bisschen und ihr sorgt dafür, dass so ein paar Airflow-Schlitze entstehen. Und dadurch wird der Durchzug bei Heavy-Noppenkontakt oder bei Vollkontakt nochmal einen Ticken geiler. Mache ich oft und mache ich sehr gerne. Wenn ihr merkt, dass euer Kopf zu heiß wird, könnt ihr auch mit der Zange kurz anheben und mal drüber pusten. Ja, ich kann es euch mal zeigen. Ihr geht hier so drunter, hebt das hoch und pustet einmal durch. Dann seht ihr auch schon, dass da ein bisschen Rauch rauskommt und so. Das kann A, auch helfen beim Durchzug und B, oder erstens helfen beim Durchzug und zweitens kann das auch dafür sorgen, dass euer Kopf nochmal kurz ein bisschen kühler wird, falls ihr merkt, oh, der war jetzt gerade hart an der Grenze. Ja? Blower von der S4, müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Absolut krank. Geschmack ist jetzt voll da. Rauch ist auch voll da. Er könnte noch ein kleines bisschen mehr Hitze gerade vertragen. Vielleicht war das jetzt auch, weil ich hochgehoben habe, um zu pusten. Hätte er eigentlich noch nicht gebraucht. Also er war ja nicht zu heiß an der Stelle, aber ich wollte es euch halt mal zeigen. Der Kopf ist sehr nice. Mein erstes Fazit, nachdem ich, wie viele Köpfe habe ich jetzt mit dem geraucht? 20 oder so? 20 Köpfe habe ich schon mit dem Hukain Litlip geraucht. Ein sehr guter erster Eindruck. Also man braucht ein bisschen weniger Tabak als bei dem Oblaco M. Was natürlich dafür sorgt, dass ihr auch ein bisschen weniger lang rauchen könnt. Aber was ich geil finde, man schafft es auf jeden Fall immer mit einem Satz Kohle das Maximum aus dem Tabak rauszuholen. Es passiert relativ selten, dass man unten noch unverbrauchten Tabak in dem Litlip von Hukain hat. Preislich liegt er bei 23 Euro. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass sie es schaffen, bei 20 oder 21 Euro zu bleiben. Nichtsdestotrotz, 23 Euro, absolut fairer Preis für diesen Kopf. Es ist ein sehr nicer Kopf geworden. Rauchergebnis ist gut, Geschmack kommt gut durch. Ich finde ihn relativ einfach zu bauen. Er ist tabaksparender als ein Oblaco M und von daher finde ich ihn sehr, sehr nice. Was man wissen muss ist, der Tabak, den man da reinpackt, reicht manchmal nicht, um den kompletten Kohlesatz wegzurauchen. Also man hat es relativ häufig, dass der Kopf schon ziemlich durch ist und die Kohle eigentlich noch ein bisschen was könnte. Aber so 60 bis 80 Minuten, ich würde eher sagen so 70 und dann könnte man auch schon den neuen Kopf bauen, hält der Kopf auf jeden Fall durch. Beim Oblaco M würde ich sagen eher so 70 bis 90 und beim L würde ich sagen 85 bis 120 Minuten, aber da muss man dann Kohle nachlegen, nur so zum Vergleich. Also preislich ein Ticken günstiger, es gibt trotzdem schöne verschiedene Colorways, rauchmäßig top. Rauchverhalten, top. Verarbeitung war auch sehr nice. Colorways finde ich sehr schön, aber da gibt es viele verschiedene. Könnt ihr euch gerne mal angucken. So viel auf jeden Fall zu meinem Ersteindruck zum Hukain Litlip. Abschließend noch ein Zug.
So. Also, so viel zu meinem ersten Eindruck vom Hukain Litlib. Leute, wenn euch das kurze Video direkt aus dem Livestream gefallen hat, sehr, sehr gerne noch ein Abo oder einen Daumen nach oben da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.